Hallo und herzlich willkommen zu QuickTip Nummer 12. Heute geht es um eine Funktion zum Rendervergleichen, die genannten Render-Slots. Wo finden wir die? Wenn wir mal mit F11 das Render-Menü oder den UV-Image-Editor öffnen, seht ihr hier unten einen Eintrag Slots. Davon gibt es 8 Stück. Ich werde euch zeigen, was genau die machen und wie ihr die benutzt. Dazu rendern wir einfach den Cube hier. Der Cube hat ein Material und wir drücken einfach mal F12 und dann ist er fertig gerendert. So, jetzt haben wir den Cube auf Slot 1 gerendert. Jetzt als Beispiel wollt ihr das Material etwas verändern. Sagen wir mal, wir wollen den Cube etwas dunkler machen und wollen jetzt aber mit dem vorhergehenden Bild vergleichen. Dann wechseln wir hier von Slot 1 auf Slot 2 und wir sehen kein Bild mehr. Ändern das Material ganz etwas ab. Ich rendere gleich mal rot, damit wir einen deutlichen Unterschied sehen und rendern nochmal. Und jetzt können wir hier zwischen Slot 1 und Slot 2 hin und her wechseln. Dafür gibt es auch ein Hotkey, das ist der Hotkey J. Ja, wenn ihr den drückt, wechselt ihr zwischen 1 und 2 hin und her. Allerdings, wenn ihr jetzt einen dritten dazu fügt, rendern wir mal einen blauen Cube. So. Dann wechselt der Hotkey J zwischen allen hin und her, von 1 auf 3, dann zu 2 und dann wieder zu 3 und immer wieder von vorne. Mir ist keine Funktion bekannt, die nur zwischen zum Beispiel 2 und 3 wechselt. Das müsst ihr per Hand machen, zum Beispiel auf 2 gehen und dann wieder auf 3. Ich verschiebe immer das Bild zur Seite, damit das hier nicht im Weg ist. Ihr könnt natürlich auch Fullscreen gehen, dann ist das natürlich nicht im Weg. Gut, das war's schon wieder für heute. Bis zum nächsten Video.